Guten Morgen allerseits. Seien Sie herzlich willkommen zu unserer 10. Vorlesung in der Reihe T1, klassische Mechanik. Bevor wir mit unserem Inhalt weiter fortfahren, möchte ich einen kleinen Hinweis machen. Es stellt sich heraus, dass wir im Vergleich zu vorhergehenden Jahrgängen und im Kontext des Curriculums etwas hinterherhinken in der Geschwindigkeit, in der wir hier in dieser Vorlesung vorgehen. Das ist ohne Frage zu einem großen Teil der Tatsache geschuldet, dass die Vorlesung eben online stattfindet und das auch zu Verzögerungen führt. In der Regel fahre ich an der Tafel schneller fort. Aber es ist natürlich auch meine erste Vorlesung, die ich hier halte im T1, also im theoretischen Physikzyklus. Und auch von daher ist es für mich ein erstes Mal. Um das Ganze zu beschleunigen, haben die Assistenten und ich uns überlegt, dass es vielleicht geschickt wäre, wenn die Fragen, die wir im Chat hier austauschen und auf die ich nicht verzichten möchte, die sind sehr sinnvoll und ich möchte Sie weiterhin ermutigen, sie zu stellen und den Chat zu nutzen. Aber diese Fragen werden fortan von unserem Tutor, Herrn Yao Zhu, beantwortet werden, während ich mit dem Inhalt, mit dem Vortrag fortfahren kann, sodass es hierdurch weniger Verzögerungen gibt. Ich werde auch ein bisschen immer noch ein Auge auf die Fragen halten und wenn es eine besonders relevante Frage gibt, dann die gerne auch nochmal thematisieren. Aber wir hoffen so, dass wir ein bisschen zügiger vorankommen können. Gut, wir befinden uns immer noch im ersten Kapitel Elementares und hier im letzten Unterkapitel, wo wir die Erhaltungsgrößen besprochen haben und insbesondere die 10 Größen, die wir hier aufgelistet sehen. Impuls, Schwerpunkt und Drehimpuls haben je 3 Dimensionen und so kommen Sie auf 10 mit der Energie als skalare Größe. Ich würde gerne heute mit Ihnen dieses Unterkapitel Erhaltungsgrößen abschließen, damit wir zum nächsten Kapitel Lagrange übergehen können und insbesondere dort das Unterkapitel Bedingungen, also Zwangs- und Randbedingungen angehen können. Diese Bedingungen sind eine wesentliche Motivation, warum es eine gute Idee ist, eine alternative Mechanik, also alternativ zu Newton, zu entwickeln. Und diese Mechanik ist die Mechanik nach Lagrange und dem ist also der Name dieses Kapitels auch gewidmet. Gut, damit wir das jetzt abschließen, möchte ich nochmal rekapitulieren. Wir hatten insbesondere also bezüglich der Energie gesagt, dass wir mit Energien arbeiten wollen, die aus konservativen Kräften resultieren. Ja. Und da hatten wir 2 Bedingungen dafür formuliert, dass Kräfte konservativ sind. Die erste war, also konservative Kräfte. Die erste war, dass das Ringintegral über den Weg einer konservativen Kraft null sein muss. Und die zweite war, dass Rotationen
und am Kraftfeld ebenfalls null sein müssen. Insbesondere, das ist der erste, zweite, insbesondere diese zweite Bedingung gehört wohl zu einem der praktischsten oder nützlichsten Tests, mit denen Sie recht schnell feststellen können, ob, wenn Sie jetzt dieses Kreuzprodukt evaluieren, ob da null herauskommen muss. Also oft praktisch zum Testen. Und ich habe auch hier aus unserer Forschung in der relevanten Literatur ein Beispiel, was ich Ihnen kurz präsentieren möchte. Das ist ein Paper, das erschien in der Online-Version von Science, die heißt Science Advances. Böse Geister machen daraus dann Science Advances, One Funeral at a Time. Aber also der Titel heißt Science Advances, das erschien 2017. Ja. Und lassen Sie mich hierzu kurz den Bildschirm wechseln. Und Sie sehen hier den Titel vom Artikel, der heißt Machine Learning of Accurate Energy Conserving Molecular Force Fields. Also solche Kraftfelder, Vektorfelder, spielen natürlich eine große Rolle bei der Simulation von Molekülen. Und in diesem Artikel wird darüber berichtet, wie ein Machine Learning Modell, also ein künstliches Intelligenzmodell, wie sie momentan en vogue sind, wie dieses Modell so instruiert werden kann, dass es die Tatsache, dass die Kräfte konservativ sein sollen, was insbesondere zutrifft auf die potenzielle Energie von atomaren Systemen, wie dieses Modell instruiert werden kann, dass das gewährleistet ist. Und es stellt sich heraus, dass diese zusätzliche Bedingung eben ihr Modell deutlich verbessern kann. Und das ist genau, wenn Sie so wollen, einfach eine direkte Anwendung dieser Erhaltungsgröße oder dieses Prinzips auf ein modernes Modell. Ganz kurz, das funktioniert so, also wenn Sie hier irgendein System, ein Molekülverband von Atomen haben, dann lebt der in einem Raum, in einem Konfigurationsraum der Koordinaten aller Massepunkte, also der Atomkerne. Die Elektronen können Sie sich rausintegriert vorstellen. Wir konzentrieren uns jetzt hier ausschließlich auf die Atome. Und in einem Machine Learning Modell wird dann so eine Konfiguration in einen sogenannten Descriptor überführt. Das ist einfach eine Vektordarstellung, die numerisch einfach zu handhaben ist. Und zwischen diesen verschiedenen Konfigurationen als Deskriptoren beschrieben, können Sie jetzt eine sogenannte Kernmatrix aufbauen, die quantifiziert, wie ähnlich die verschiedenen Konfigurationen sind. Und wenn Sie jetzt diese Matrix erweitern
und mit Referenzenergien, die sie zum Training erzeugt haben, füttern, dann können sie ein Regressionsmodell bauen, was für neue Konfigurationen ihnen dann den wahrscheinlichsten Wert für die Energie oder Kraft liefern kann. Also Machine Learning ist eigentlich auch nichts anderes als ein hochdimensionaler Fit, der immer besser wird, je größer ihr Trainingssatz ist. Und Sie sehen dann hier unten, wie sowas aussieht, wenn Ihre Eigenschaft eine Energie ist. Dann sehen Sie hier die skalaren Punkte für verschiedene Koordinaten Ihres Systems. Und da können Sie jetzt versuchen zu interpolieren, sodass Sie auch die Zwischenbereiche der Werte erhalten. Und Dito, für die Kräfte jetzt, jetzt sehen Sie Kräfte auf alle Atome. Und das ist natürlich ein Vektorfeld. Also für jede Geometrie haben Sie jetzt einen Kraftvektor, der die Summe aller Kräfte der verschiedenen Atome ist. Und auch hier wollen Sie jetzt diese Kräfte interpolieren. Also das ist quasi die Aufgabe. Und jetzt stellt sich halt heraus, wenn Sie sich vorstellen, dass das hier das Vektorfeld Ihrer, also der Wahrheit ist, Ihrer Referenz. Und dann haben Sie einen Trainingssatz, so Samples, wo Sie die einzelnen Werte kennen. Und jetzt wollen Sie ein Modell bauen, ein Regressionsmodell mit diesem Trainingssatz. Und dieses Modell soll natürlich dieser Gesamtwahrheit so ähnlich sein wie möglich. Ja? Also das ist die Hoffnung. Und wenn Sie das naiv einfach machen, dann erhalten Sie zum Beispiel hier so etwas wie in diesem Bildchen dargestellt. Und Sie sehen, das ähnelt jetzt nicht sehr der Ground Truth. Ja? Also da haben Sie verschiedene Strömungen hier. Und was jetzt in diesem Paper eben diskutiert wird, ist, dass Sie diese Vorhersage hier partitionieren dürfen in zwei Terme. Und der erste Term ist der konservative Term. Ja? Und dann gibt es diesen zweiten Term, und die sind hier beide aufgetragen. Der zweite Term, solenoidal, der sieht so aus, wenn Sie die beiden addieren, kriegen Sie Ihre Vorhersage wieder. Und jetzt sehen Sie, dass diese konservative Kraftvorhersage ähnelt Ihrer Wahrheit deutlich mehr. Und den Autoren ist es jetzt eben gelungen, durch einen Trick direkt ausschließlich diesen konservativen Teil vorherzusagen. Also der ganze systematische Fehler, den Sie dadurch haben, dass Sie nicht konservativ sind, den können Sie relativ leicht dann eliminieren und dadurch Ihre Vorhersage eben deutlich verbessern. Dieses Paper ist ein schönes Beispiel, wie die Physik diese künstliche Intelligenz instruieren und verbessern kann. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass auch Physiker sich damit beschäftigen und nicht nur Informatiker und Mathematiker. Gut, dann möchte ich jetzt wieder mit den Notizen weiter fortfahren. Und das diente jetzt einfach nur als Veranschaulichung, wie so eine Erhaltungsgröße auch noch in aktueller Forschung Anwendung finden kann. Also das Paper ist ein paar Jahre alt und diese Methode wird also mit Erfolg seitdem angewandt. Gut, jetzt wollen wir noch drei Bemerkungen machen, die eher spezieller Natur sind, also nicht sehr allgemein, aber die im Alltag, gerade Sie jetzt im Vorlesungskontext, auch interessieren dürften. Also drei Bemerkungen.
Die erste Bemerkung, nenne ich sie Alpha, zielt darauf ab, dass Kräfte oft spezielle Formen haben können. Alle drei Bemerkungen ziehen darauf ab. Also drei Bemerkungen zu spezieller Form von F. Und zwar stellen Sie sich vor, Sie haben irgendein Zentralkraftproblem. Also manchmal ist es so, dass in so einem Zentralkraftproblem Ihr F von R dieser Form ist. Eine Funktion vom Radius mal vom Ortsvektor mal dem Ortsvektor. Oder auch sogar F von R mal R. Also einfach so. Und wenn dieses Letztere zutrifft, also das sind beides Zentralkräfte, wenn Letzteres gilt, dann können Sie sich freuen, denn dann ist Ihr Problem besonders einfach. Denn im letzteren Fall, also das impliziert hier eine Rotationssymmetrie. Also gilt Letzteres, dann ist Bemerkung Beta. Dass F konservativ ist. Denn das können Sie ganz einfach verifizieren. Also wir machen unseren Rotationstest, ja. Wo also dx, dy, dz mal xf, yf, zf. Okay. Also das ist Ihr F von R mal R. Und wenn Sie jetzt dieses Produkt ausschreiben, dann sehen Sie hier, also ich differenziere ZF nach Y, das heißt, ich kann mein Z vorziehen, ich habe hier die yf minus y dzf und entsprechend die anderen Komponenten. Und jetzt kann ich einen kleinen Trick machen, und zwar, dass Sie einfach die Kettenregel hier benutzen. Also können Sie ausschreiben Z, DRF
dyr minus ydrf dzr. Ja. Und wieder dementsprechend die anderen Komponenten. Okay. Und jetzt steht hier überall Ihr DRF drin und das können Sie natürlich ausklammern. Das heißt, hier steht DRF mal ZDYR minus YDZR und so weiter. Und jetzt wissen wir, wenn wir nach einer Komponente von R R ableiten, also dann hätten Sie zum Beispiel bei Y sowas hier stehen, das ist gleich 1/2 mal 2y x² über den Abstand. Und das, die Zweien kürzen sich weg und dann steht hier y durch r. Okay. Und das heißt, ihr ganzer Term hier ist drf. Und Sie können das r wieder ausklammern. Und dann steht hier überall ZY minus YZ und so weiter. Das ist 0. Okay. Das heißt, Sie sehen hier bei dieser, in diesem Fall, können Sie das allgemein sagen. Und es gibt auch gute Fragen dazu im Chat. Also Herr Zhu wird die beantworten. Jetzt noch die dritte Bemerkung, Gamma. Jetzt wollen wir das kurz beispielhaft illustrieren. Also potenzielle Energie für f von r gleich minus alpha r Quadrat. Also mit f von r gleich Ursprung soll 0 sein. Diese Kraft ist jetzt konservativ, also dass sie diese Form hat. Und dementsprechend können wir jetzt unser U von R, also die Energie, ausrechnen als U von R minus U von 0. Da sie konservativ ist, können wir einen beliebigen Pfad nehmen. Und das heißt, diese Energiedifferenz wird nicht vom Pfad abhängen. Aber wir schreiben das jetzt aus. Vom Ursprung bis R läuft hier, Sie integrieren über R' mal das Gradientenfeld von U von R'. Strich, und das ist minus 0 bis R dr'
F'. Und da setzen Sie jetzt ein, Ursprung bis R, dr' Alpha R, ja, R'. Also Sie haben so diesen Ausdruck erhalten und jetzt ist der Integrationsweg beliebig. Das heißt, wir wählen ihn sinnvollerweise geradlinig von Strich gleich Ursprung bis R Strich gleich R gleich R. Okay. Das heißt, unser Integrant ist parallel zu unserem Ortsvektor und das bedeutet, dass unser inneres Produkt der Strich der Betrag Cosinus Theta und das ist 1, das ja parallel ist und das ist nichts anderes als ihr dr und das ist ihr R'. Das heißt, ihr allgemeines Integral ist einfach Alpha dr R' hoch 3 von Ursprung, also 0 bis R. Und wenn Sie integriert haben und die Grenzen einsetzen, dann überlebt nur R und Sie erhalten Alpha über 4 R hoch 4. Okay, das war einfach ein kleines Beispiel jetzt, wie man das in dem Fall genau jetzt machen könnte. Also viel noch zur Bemerkung. Jetzt haben wir diese konservativen Kräfte diskutiert und Sie können sich jetzt fragen, wo ist denn jetzt genau hier die Energieerhaltung? Also was wird denn jetzt erhalten hier? Wir haben ja also die Wegunabhängigkeit besprochen, wir haben die Rotation besprochen und wir wollen jetzt eben auch nochmal die Energieerhaltung jetzt explizit besprechen. Also, und was ist mit Energieerhaltung? Da sollten wir noch bemerken, also im Gegensatz zu den ersten 9 Erhaltungsgrößen, wo immer, da galt immer, dass die Zeitableitung, wenn ihr Drehmoment oder ihre Kraft dann, dass da hatten sie immer den Term mit den externen Kräften. Ja? Und die inneren Kräfte, die waren 0. Also plus 0. Ja? Also fürs abgeschlossene System, ja, im Gegensatz zu den ersten 9 Erhaltungsgrößen muss für die Energie, muss System für
die Energieerhaltung nicht notwendigerweise abgeschlossen sein. Das heißt, es gibt diese die Energieerhaltung auch für F extern ungleich 0, okay? Das heißt, es muss aber immer noch, damit es konservativ ist, ihr Gradientenfeld sein. Jetzt für eine Kraft auf ein Teilchen I. Ja? Des Weiteren ist, wie wir schon mehrmals besprochen haben, ihre interne Kraft IJ parallel zum Abstandsvektor, den wir auch einfach mit RIJ denotieren. Wir wollen jetzt auch hier zur Diskussion des Weiteren wieder die Rotationssymmetrie annehmen. Das heißt, FIJ, RIJ ist einfach FIJ von RIJ, also dem Betrag und dem normalisierten Richtungsortsvektor. Sie können sich natürlich vorstellen, dass diese letzte Bedingung, dass die in der Praxis dann oft nicht gegeben ist. Ja. Auch hier habe ich ein Beispiel für Sie, oder zwei Beispiele eigentlich, was ich kurz erläutern möchte. Beispiel eins ist eine Kraft, auch aus den atomaren Systemen, die sogenannte Hellmann-Feynman-Kraft. Hans Hellmann hat das lange vor Richard Feynman gezeigt, aber in der Literatur ist sie bekannt unter diesem Namen, und man kann zeigen, dass die Ableitung einer quantenmechanischen Energie nach der Auslenkung des Ortes eines Atomes I, dass diese Ableitung der Erwartungswert ist der Ableitung des quantenmechanischen Hamiltonians nach dem Ort, ja, dieses Teilchens. Und im Rahmen der sogenannten Dichte Funktionaltheorie
Nicht die Funktionaltheorie ist eine approximative Methode in der Physik, um das quantenmechanische Problem für Vielkörperelektronensysteme zu lösen, numerisch sehr effizient zu lösen. Das ist die Theorie, die dem Computercode WASP zugrunde liegt, der von meinem Kollegen Georg Kresse hier entwickelt wurde und der so populär ist, dass Georg Kresse der meistzitierte Wissenschaftler an der Uni Wien ist. Die dichte Funktionaltheorie ist, gehört zu den meistzitierten Papern, also dichte Funktionaltheorie Paper gehören zu den meistzitierten in der gesamten wissenschaftlichen Literatur. Wenn Sie unter die Top 10 zitierten Paper gucken auf der ganzen Welt über die ganze Geschichte der Menschheit, ist die DFT, ich glaube, zweimal vertreten sogar. Also innerhalb der dichte Funktionaltheorie kann man dann sehr einfach zeigen, dass Ihr Raumintegral über die Elektronendichte Rho Elektronendichte. Das können Sie, diese Elektronendichte können Sie sich als eine klassische Ladungsverteilung vorstellen. Diese Elektronendichte wird multipliziert mit der Ordnungszahl vom Atom I und dann wird sie durch den Abstand zum Quadrat geteilt und sie wird multipliziert mit dem Ortsvektor und wiederum normalisiert. Ja, das ist ein konkretes Beispiel aus, für so eine Kraft. Und wenn Ihr Atom jetzt, wenn Sie nur ein einziges Atom betrachten würde, dann wäre diese Elektronendichte auch symmetrisch, rotationssymmetrisch, aber dann wäre natürlich auch ihre Kraft null in dem Fall. Aber wenn eben verschiedene Atome zusammenkommen, dann kriegen Sie Kräfte, die ungleich null sind. Also hier sehen Sie sehr schnell, wie diese Rotationssymmetrie gebrochen werden kann, beziehungsweise einfach vom Problem abhängt. Das zweite Beispiel da fehlten noch die Pfeile. Beim zweiten Beispiel können wir jetzt illustrativ, also qualitativ, zwei Wechselwirkungen, die Wechselwirkung zwischen zwei Teilchen diskutieren. Und hier gibt es eine quasi archetypische Bindungskurve. Ja, und zwar tragen Sie hier auf eine Energie U, also das ist die Bindungskurve jetzt. Und wir haben evaluieren die durch bestimmte Integrale über den Weg. Das heißt, Integrationskonstanten kürzen sich raus und wir können uns einen beliebigen Ort aussuchen, um das Ganze null zu setzen. Und in der Regel wird das oft für große Abstände, also nennen wir hier den Abstand RIJ, wird das auf null gesetzt. Und wenn Ihre Teilchen zusammenkommen, dann binden sie und irgendwann sind sie zu nah zusammen und dann wird das Ganze wieder repulsiv. Ja? Ja, also Sie fangen dann an, bei Atomen würden Sie dann irgendwann in das Regime kommen, wo Sie Nuklearphysik treiben. In diesem Minimum hier haben Sie eine Art Gleichgewichtsabstand, den können Sie R0 nennen. Und das, diese Energie hier, ist die Energie, die Sie aus der Bindung
erwarten können. Ja? Also das wäre ein U, nennen wir es U-Tot für total. Und Sie können dieses U jetzt berechnen, indem Sie zum Beispiel die Kräfte aufintegrieren, die Sie erhalten, wenn Sie hier von rechts sich herannähern. Am Wendepunkt ist Ihr Maximum. Und dann haben Sie hier die Kraft, also F gleich DRU. Und wenn Sie dieses Integral betrachten, dann wissen Sie, das ist auch U-Tot. Ja, also Ihr U-Tot ist einmal das hier, sowohl das als auch das Integral unter der Kraftfläche. Wir wollen jetzt diese Integration ein bisschen formaler besprechen. Also Sie können sich vorstellen, jetzt so eine Bindungskurve zwischen zwei Teilchen. Und diese zwei Teilchen sitzen einmal hier mit dem Ortsvektor Rj, einmal hier mit dem Ortsvektor Ri. Ich sehe gerade, mit Schrecken ist schon 10, ja, schon 12 nach 11. Lassen Sie uns eine kleine Pause machen und dann schließen wir das nach der Pause schnell ab. Bitte kommen Sie doch um 20 nach 11 wieder zurück. Vielen Dank. Ich werde in der Zwischenzeit auch ein bisschen auf Fragen eingehen. Da gibt es eine Frage von Ihnen, insbesondere zu den drei Bedingungen zur Energieerhaltung, die ich hier, das sind hinreichende Bedingungen. Ja? Also wenn das gilt, dann haben Sie auf jeden Fall Energieerhaltung. Das ist jetzt aber nur, also es ist nicht ganz allgemein, vor allem mit dieser Rotationssymmetrie. Das dient hauptsächlich der Diskussion jetzt von diesem Beispiel mit der Hellmann-Feynman-Kraft und der Bindungskurve. Gibt es noch die Frage in der Bindungskurve. Bei R0 herrscht ein Gleichgewicht, das ist richtig. Dort sind die Kräfte 0 und wenn Sie es auslenken, dann wirken die Kräfte wieder zurück. Das ist der Gleichgewichtsabstand. Okay, lassen Sie uns weiter fortfahren. Wir sind dabei, dieses U-Tot, den Ausdruck für U-Tot auszuarbeiten. Und U-Tot ist hier nochmal formal das negative Kurvenintegral der Kraft von Ausgangspunkt also Limit von Rij nach unendlich ist dieses Urij gleich 0. Beginnen Sie bis zum Zielpunkt Rij gleich R0.
diese Grafik hier zeigt jetzt die Ortsvektoren von den zwei Massepunkten, und zwar von irgendeinem Ursprung aus. Und jetzt wollen wir ja dieses Integral ausrechnen. Das heißt, wir müssen diesen Weg jetzt definieren. Und dazu halten wir das J, das Teilchen J, fix. Ja? Also das sei fixiert. Es bewegt sich nicht. Und Teilchen I soll jetzt aus weiter Ferne hier heranwandern. Und zwar sagen wir, das hier sei jetzt gerade der Abstand R0. Ja. Das heißt, entlang dieses Abstandsvektors haben wir jetzt hier eine Gerade. Und Sie fangen hier irgendwo an. Ja. Also hier sagen Sie jetzt, bei dem Abstand soll es losgehen. Das heißt, das hier wäre Ihr Integrationsweg. Und das geht natürlich hier im Prinzip unendlich so weiter. Und der Vektor für I, was über diesen Weg quasi scannen soll, den wollen wir ist natürlich auch für das Teilchen I. Das heißt, den nennen wir auch I, dann tun wir da so ein Hütchen drauf als Konnotation, dass das ist der Vektor, der jetzt hier herumwandern soll. Ja? Und das heißt also, Ihr U-Tot ist das negative Kurvenintegral von, das soll bei unendlich losgehen. Und wir integrieren über dieses RI-Hütchen bis zu unserem R0, ja? Also bis zu unserem RI ohne Hut. Okay? Was integrieren wir da? Da integrieren wir diese Kraft. Ja? Also die Kraft, die wirkt zwischen diesen beiden Teilchen. Und die soll mit diesem entsprechenden Abstandsvektor jetzt, muss die multipliziert werden. Ja? Also da fahren Sie jetzt heran und sammeln also bei jedem DRI-Hütchen eine Kraftkomponente ein. Und jetzt hatten wir eben angenommen mit unserer Annahme, siehe Annahme, dass für die Kraft gelten mag, dass wir sie als F-Betrag von unserem Abstandsvektor schreiben dürfen. Okay. Und wieder normalisieren. Und jetzt läuft ihr quasi ihr Hütchen auf das RJ zu, und wir können das Ganze auch abkürzen, indem wir sagen, substituiere mit RIJ gleich RI minus RJ. Und dann erhalten Sie unendlich bis R J D R J
F von J mal Vektor, teilt wieder durch Betrag. Und jetzt können wir wieder, wie bei dem anderen Beispiel, das innere Produkt betrachten. Also mit DRIJ, RIJ gleich D und das ja entlang der gleichen Grenze geht, entlang des gleichen Richtungsvektor geht, ist das hier wieder 1. Und dieser Term kürzt sich mit Nenner. Und das heißt, Sie erhalten dann ein Integral von unendlich eben bis zu unserem Abstand RIJ, der ja gleich R0 ist, D Lütchen IJ mal F im Betrag. Okay. Also das ist Ihr finaler Ausdruck und Sie sehen, wir haben jetzt einfach das reduziert auf so ein eindimensionales Abstandsintegral. Also extrem einfach. Und dieses ganze Ding muss gleich sein, Ihr U bei R0 minus U bei unendlich, was ja gleich 0 ist. Sie mich vielleicht noch all diese Gleichungen miteinander verknüpfen. Das übersichtlich bleibt. Okay, jetzt verallgemeinern wir das für viele Teilchen. Mehr Teilchen, ja, also n. Und zwar so, dass wir hier eine Kraft I auf unser Teilchen haben, die eben irgendwas Externes hat, also zum Beispiel, wie wir es im ersten Beispiel hatten. Und jetzt noch dazu, also interne Freiheitskräfte, wie wir sie gerade diskutiert haben. Also J gleich 1 bis N. Okay, und wir setzen jetzt also Newton ein. Also setze in Newton 2 ein. Und Sie kriegen jetzt also eine Summe über Ihre Teilchen dr und Ihr Teilchen I bei Zeit 1 bis zu Ihrem Teilchen I bei Zeit 2. Ja, also da integrieren Sie jetzt, das ist Ihr Kurvenintegral. Und jetzt ist das die Masse von Teilchen I mal die Beschleunigung von Teilchen I. Und das muss nach Newton 2 gleich sein.
fd extern plus Summen über j. Okay. Also das ist jetzt einfach, wenn Sie so wollen, ist das diese Gleichung, ist die Quintessenz von allem, was wir jetzt in diesem Unterkapitel besprochen haben in Bezug auf die Energie, nämlich, dass wir eben dieses Kurvenintegral evaluieren. Und das machen wir natürlich dann für alle Teilchen und unsere Kräfte sind dann in Bezug gesetzt zur Bahnkurve, Kurve als Bewegungsgleichung, also via Newton 2. Ja. Und jetzt wollen wir diese beiden Terme, also den nennen wir jetzt mal links und den nennen wir rechts. Und dann betrachten wir jetzt den linken Term. Was passiert da? Der linke Term, da können Sie natürlich sagen, Ihr dr ist, wenn Sie das nach der Zeit ableiten, ist das die Geschwindigkeit und das Integranten können Sie nach rechts ziehen, dann ist das gleiche dr wie vdt. Und wenn Sie das einsetzen also, dann kriegen Sie hier für den linken Term die Summe i. Und jetzt wird über die Zeit integriert, und zwar von t1 bis nach t2. Ihre Geschwindigkeit für Ihr Teilchen i mal mi v Punkt i. Ja? Also das wieder Ihre Beschleunigung ist ja v Punkt i. Und dieser Ausdruck hier, den würden Sie auch erhalten, wenn Sie einfach die Zeitableitung betrachten von mi halbe über vi Quadrat. Ja. Das heißt, Sie können das hier einfach einsetzen und dann können Sie das integrieren und dann erhalten Sie also nach Integration, dann erhalten Sie die Summe über mi halbe vi Quadrat bei t2 minus Summe über i mi halbe v Quadrat i bei t1. Okay. Also Ihre Zeitableitung wird aufgehoben durch die Zeitintegration und Sie können dann rearrangieren nach der Zeit und diesen Ausdruck, also Ihre Geschwindigkeiten zum Quadrat, das ist das, was wir kinetische Energie zum Zeitpunkt 2 nennen und das ist die kinetische Energie zum Zeitpunkt 1. Okay, das ist das, was auf der linken Seite passiert. Jetzt wollen wir gucken, was rechts passiert. Und hier können wir jetzt einsetzen, dass ja unsere Kraft ist ja minus dru. Also können wir einsetzen, die Summe über alle Teilchen, Integral über dr für Teilchen i, minus die räumliche Ableitung nach Veränderung des Ortes von Teilchen i einer externen Energie für die von Teilchen i minus Summe über unser Teilchen j mit den entsprechenden uijs.
Okay. Also das ist unser Kraftterm, unser potenzieller Energieterm. Und da können wir jetzt drüber integrieren. Der Weg, wie gesagt, ist willkürlich. Das heißt, wir können das ausschreiben als I-Summe über Teilchen I, die externe Energie bei T2 minus die externe Energie bei T1. Das ist der externe Part minus die Doppelsumme UIJ bei T2 minus UIJ bei T1. Okay. Und aufgrund der Vorzeichen können wir auch einfach sagen, wenn wir die externen und die internen Energiebeiträge zusammennehmen, dass wir ein U tot hier haben bei T1 minus U tot bei T2, wobei U tot ist nichts anderes als U extern plus Summe J U I J. Okay. Alles über. Okay, das heißt, das heißt, Sie haben jetzt rechts und links diese beiden Ausdrücke, die gleich sein müssen nach Newton 2. Und das können Sie jetzt rechts und links nach der Zeit sortieren. Ja? Also das heißt, Sie haben hier links T, kinetische Energie zum Zeitpunkt T2 plus potenzielle Energie zum Zeitpunkt T2 muss gleich sein Ihr T zum Zeitpunkt 1 plus U zum Zeitpunkt 1. Ja. Und das, Sie sehen hier, der Integrationsweg, also für konservative Kräfte, ja, was hier rechts gilt, das gilt für alle konservativen Kräfte, ist der Integrationsweg willkürlich, Sie erhalten die gleiche potenzielle Energie und das können Sie eben bei T1 und T2 machen. Und dann sehen Sie, dass egal zu welchen Zeitpunkten, ja, der Zeitpunkt ist ja frei, Sie können Sie darauf sich verlassen, dass die Summe von diesem T-Term und dem U-Term gleich sein wird, der Summe von T und U zu einem anderen Zeitpunkt. Und das zeigt die Konservierung der Gesamtenergie. Ja? Also das ist zumindest der kinetische, potenzielle Energie. Kinetische und potenzielle Energie ist die Summe von kinetischer und potenzieller Energiebeiträge ist konstant. Okay, jetzt noch eine Frage bezüglich der Summe, jetzt bei der eckigen Klammer. Ich hoffe, da habe ich jetzt überall die Indizes auch eingetragen. Also es wird immer über Ihre Teilchen I wird summiert und dann
in der Wechselwirkung von Teilchen I mit den anderen Teilchen J müssen Sie halt nochmal zu mir, also immer zweimal zu mir. Jetzt sehe ich, was Sie meinen. Das ist der externe Energiebeitrag für Teilchen I hier. Zum Zeitpunkt einmal 2 und einmal 1. Entschuldigung, das habe ich vergessen. Gut, damit bin ich am Ende für dieses Unterkapitel und würde jetzt gerne zum nächsten Kapitel Mechanik nach Lagrange übergehen. Also. Die Frage ist berechtigt. Wir haben ja Newton. Wofür brauchen wir Lagrange? Und die Antwort auf diese Frage stellt im Grunde das erste Unterkapitel vor, dar. Das erste Unterkapitel 2.1 heißt Randbedingungen. Oder auch Nebenbedingungen. Um das im Allgemeinen diskutieren zu können, benutzen wir etwas, das nennt sich generalisierte Koordinaten. Also für allgemeine Diskussion generalisierte Koordinaten. Und das liegt daran, dass das kartesische Koordinatensystem ist nicht immer das Beste, am geeignetesten. Für Aufgabe, also zum Beispiel kann es eben von Vorteil sein, zylindrisch parabolisch Polarkoordinaten, was auch immer zu benutzen. Kugelkoordinaten etc. zu nutzen. Okay. Zum Beispiel ist die Planetenbewegung natürlich wegen des Form, der Form des Potentials wie 1 über R. Das ist natürlich, wie auch schon besprochen, in Polarkoordinaten am einfachsten. Die zweckmäßige Wahl dieses Koordinatensystems ist nicht immer trivial. Ja? Also gute Wahl, nicht immer offensichtlich. Ist auch nicht immer durch Regeln möglich. Ja? Also das heißt, es benötigt Geschick und Intuition. Es ist aber unerlässlich, oft unerlässlich, da nur so die Bewegungsgleichung
lösbar werden. Und aus diesen Gründen, ja, ist eine Verallgemeinerung, Verallgemeinerung. Wünschenswert. Und das findet statt durch diese generalisierten Koordinaten. Also wir nennen die in der Regel Q. Und zwar für den Ort. Und QI für die Geschwindigkeiten. Ja, für das Teilchen I. Und Sie haben solche Koordinaten für jeden Freiheitsgrad, also für alle Freiheitsgrade, brauchen Sie so eine Koordinate. Nur so können Sie auch, also die sind unabhängig, diese Freiheitsgrade, und nur so können Sie auch tatsächlich Zustand und Bahnkurve eindeutig beschreiben. Ja? Das heißt, die Bahnkurve ist wirklich eine Funktion von Q, Q1, Q2 und so weiter bis Qn und dann die Geschwindigkeit. Und die Zeit. Ja. Also diese Bahnkurve in Ihrem kartesischen Koordinatensystem ist so eine Funktion dieser verallgemeinerten Koordinaten. Und das gilt für n Massepunkte. Und dieser Zusammenhang definiert, wie ihr willkürliches Lieblingskoordinatensystem mit den verallgemeinerten Koordinaten zusammenhängt. Ja. Ein Beispiel hierfür ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber hoffentlich bringt Ihnen dieses Beispiel, illustriert das Beispiel, was hier gemeint ist. Nehmen Sie das Molekül H2O. Das hat drei Massepunkte. Das heißt, es gibt 3 mal n gleich 9 Freiheitsgrade. Ja? Diese 9 Freiheitsgrade werden unterschieden in 3-mal Rotation und 3-mal Translation. Und dann bleiben übrig 3 interne Freiheitsgrade. Und diese Freiheitsgrade sind interessant, denn das sind nicht einfach Vektoren, die Sie sich aufaddieren können auf die Translation, also auf alle kartesischen Koordinaten oder ein simpler Rotationsvektor, der wie auf einen starren Körper wirkt, sondern das sind 3 interne Freiheitsgrade und dann können Sie eine generalisierte Koordinate sich vorstellen, wo einmal die beiden Wasserstoffatome sich gegenläufig bewegen. Also wenn mein Kopf das Sauerstoffatom ist und das sind die 2 Wasserstoffatome, ist das hier eine generalisierte Koordinate. Ja? Und die Ortsvektoren dieser Atome sind jetzt Funktionen dieser Bewegung. Ja?
Und ein zweiter Freiheitsgrad, also das wäre, wenn Sie so wollen, ein Q. Nennen wir es Q1. Und es hat natürlich auch eine gewisse Geschwindigkeit, in der es stattfindet. Dann haben Sie eine Koordinate, wo die beiden Wasserstoffatome sich in die gleiche Richtung bewegen. Ja, also es sieht so aus. Das könnte jetzt also hier Q2 sein. Und die dritte Koordinate ist, dass die beiden Wasserstoffatome sich in die Ebene hinein bewegen. Ja. Das wäre die dritte Koordinate. Diese generalisierten internen Freiheitsgrade nennen wir auch Normalmoden. Auch bekannt als Normalmoden. Und wie man die jetzt genau ausrechnet, müssen Sie sich hierfür nicht drum kümmern, aber das ist ein Beispiel, dass Sie also so kollektive, generalisierte Koordinaten, dass die, wie die in der Natur vorkommen können. Okay, jetzt haben wir diese verallgemeinerten Koordinaten und jetzt können wir diskutieren, was bestimmte Bedingungen sind dafür. Ja. Und diese Bedingungen nennt man auch Zwangsbedingungen oder Randbedingungen. Das sind oft externe Einflüsse, unter denen Ihr System, diese Anwendung, die Sie in der Regel betrachten, lebt. Ja? Also die müssen berücksichtigt werden und die können eben, je nachdem, welche Mechanik Sie betreiben, kann das Ihre Bewegungsgleichung beeinflussen. Und da gibt es eine Klassifizierung von diesen Randbedingungen und die wollen wir aufführen. Also Klassifizierung von Zwangs- und Randbedingungen. Auf Englisch heißen die auch Constraints oder Boundary Conditions. Was jede Randbedingung mit sich bringt, ist, dass sie im Grunde die Anzahl ihrer Freiheitsgrade reduzieren. Ja. Also lassen wir uns das mit Randbedingungen abkürzen und diese Randbedingungen reduzieren. Die Anzahl an Freiheitsgraden. Und Sie können allgemein erschweren, das Lösen der Bewegungsgleichungen. Der Effekt ist dann, dass gewisse Zwangskräfte wirken. Nicht unähnlich den Scheinkräften, die wir auch im beschleunigten Bezugssystem besprochen haben. Und diese Zwangskräfte, die Wirkung, dass diese Randbedingungen eingehalten werden. Also dadurch resultieren die.
Und jetzt unterscheidet man also sogenannte Holonome, Nicht-Holonome, also mich das aussprechen, ausschreiben statt sowohl als auch Reonome und Skleronome, Randbedingungen. Reonom heißt, dass diese Randbedingung von der Zeit abhängt und Skleronom einfach, dass sie nicht von der Zeit abhängt. Ja. Also das ist relativ einfach, also man kann sich natürlich das Leben erleichtern, indem man nicht mit diesen Fremdwörtern arbeitet, aber es gehört halt leider Gottes zum Jargon dazu und das ist natürlich auch Aufgabe der Lehre, sie in das entsprechende Vokabular einzuführen. Was wichtiger ist als diese Reonome und Skleronome Unterscheidung, zumindest für jetzt, ist die Unterscheidung zwischen den Holonomen und den Nicht-Holonomen Randbedingungen. Und wenn Sie so wollen, können Sie ganz qualitativ sich vorstellen, also bei Holonomen haben Sie quasi eine gut definierte Randbedingung und bei Nicht-Holonomen haben Sie eine weniger gut definierte Randbedingung, zum Beispiel eine ungleiche. Ja. Oder zum Beispiel eine Randbedingung, wo sich kein totales Differential hinschreiben lässt. Das wären nicht holonome Randbedingungen. Die holonomen Randbedingungen wollen wir jetzt besprechen. Also eine holonome ist der Gestalt, dass es irgendeine Funktion gibt, die, also Sie können mehrere Randbedingungen haben, ja, also holonome Randbedingung i ist so, dass eine Funktion i, und jetzt Vorsicht, dieses i ist kein Teilchen mehr, die ist so, dass ihr fi und q 1 bis q 3n und der Zeit, Sie haben irgendeine Funktion, die so geschrieben werden kann, dass das gleich 0 sein muss. Diese Sie können mehrere Randbedingungen haben, das heißt, i ist 1 bis k. Also das wäre die holonome Randbedingung i von k Randbedingungen. Und das bedeutet, dass ihre Freiheitsgrade, Anzahl der Freiheitsgrade, ist gleich 3n minus k. Okay. Im Grunde führt die Randbedingung dazu, dass Sie jetzt nicht mehr 3n unabhängige Variablen haben in Ihrem System, sondern für jede dieser holonomen Randbedingungen können Sie eine Dimension, ja, eine dieser Variablen eliminieren. Also das ist das Wichtigste dabei. Okay, wir haben jetzt mit diesem Thema begonnen. Sie kennen die generalisierten oder den Begriff dieser generalisierten Koordinaten. Und ich möchte dann am Freitag mit Ihnen fortfahren und insbesondere dieses Thema Randbedingungen dann hoffentlich am Freitag schon abschließen, damit wir in das nächste Unterkapitel mit den Euler-Lagrange-Gleichungen übergehen können. Ich kann, soweit ich das im Chat verfolgen kann, konstatieren, dass das ganz gut funktioniert.
Gerne können Sie natürlich, wenn Fragen noch offen sind, den Tutor auch nochmal per E-Mail kontaktieren oder natürlich mir auch eine E-Mail schreiben, falls es immer noch Unklarheiten gibt. Ich hoffe, es hat Ihnen heute gefallen und ich wünsche Ihnen noch einen produktiven Tag und freue mich auf Freitag. Auf Wiedersehen.